Heute einmal über meine Technik, die Osmo Pocket. Gleich bei Teslafan. Hier ist wieder der Tesla-Fan, heute mit einem ganz anderen Thema und zwar an sich mit den Sachen, mit denen ich etwas aufnehme. Mit was mache ich denn meine Videos? Und vom Prinzip her gesehen ist es eben so, dass ich meine Videos hier mit der Webkamera mache, wenn ich hier bin. Die habe ich auf den Ständer gestellt, ich habe ein Rode Mikrofon dazu gestellt und damit nehme ich das auf. Aber das soll heute gar nicht so das Thema sein. Ich wollte heute über die Osmo Pocket sprechen. Und zwar die Osmo Pocket, die habe ich hier. Diese Osmo Pocket ist wirklich ein super kleines, feines Gerät. Man hat da so eine Schutzhülle, die man mitbekommt. Und die hat hier oben so einen kleinen Gimbal, so eine Kamera. Ne? Und sobald man die Kamera einschaltet, fängt sie an und nimmt vom Prinzip her oder hat dann sozusagen hier den Gimbal immer schön stabil. So, und dann kann man kurz etwas aufnehmen und nimmt denn sozusagen auf und kann hier hin und her gehen und der Gimbal bleibt immer stehen. Also wirklich ganz klasse. Und nun ist es so, dass man natürlich nicht nur nach vorne hin aufnehmen will, sondern man möchte ja sich vielleicht auch etwas sagen oder so. Dann kann man hier eben auf dem kleinen Knopf, wenn wir da mal rumgehen, dann sehen wir hier, hat sie zwei Knöpfe. Das eine ist Aufnahme, das andere ist vom Prinzip her zusätzliche Bedienungsmöglichkeiten. Dann muss man hier dreimal drauf drücken in einer gewissen Geschwindigkeit, damit das funktioniert. Und dann dreht sich die Kamera um und man selbst wird dann aufgenommen. Und man kann jetzt hin und her gehen und das Gesicht wird sozusagen verfolgt. Ja, das ist diese Kamera. Und diese Kamera ist schon wirklich super hilfreich. Und man kann normalerweise daran eben das Handy anstecken und hat dann mit dem Handy auch ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber in der Praxis, ganz ehrlich, so ein Handy an diesem kleinen Gerät vernichtet an sich den Vorteil von so einer Osmo Pocket unheimlich. Daher bin ich beigegangen und habe jetzt ein neues Zubehör mir bestellt. Und zwar gibt es von Osmo Pocket, gibt es vom Prinzip her diese drei Standardzubehöre. Neben diesem Standardzubehör, was ich da bestellt habe, bin ich beigegangen und habe mir noch so einen kleinen Sockel besorgt. Und zwar ist in dem Sockel, seht ihr hinten, eine Schraube drin und es sind diese Einkerbungen drin. Jetzt kann man, wenn man ein Ständer für eine Kamera besitzt, dann kann man jetzt diesen Ständer, wenn wir das mal rausholen, seht ihr, da oben ist diese Schraube, kann man das da drauf schrauben und ja, die besseren Ständer, die haben hier oben noch so ein Schienensystem, was zusammendrückt, was man dann zusammenschieben kann. Und da kann man eben dann diese Schiene hineinmachen. So, warum habe ich jetzt dieses dazu bestellt? Dafür müssen wir uns als erstes dieses Paket mit den Zubehörteilen einholen. Und ich finde, diese Zubehörteile sind wirklich super dabei. So, wenn man das herausholt, dann sieht man, sind da vom Prinzip her drei Teile drin. Da ist einmal so ein kleines Rädchen drin. Dann haben wir so einen kleinen Sockel. Und als letztes, komm mal raus, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Als letztes haben wir dann so eine Klammer da drin. So, was ist das? Wofür sind diese Sachen? Ja, wenn man sich das hier anguckt, dann kann man hier oben diesen kleinen Einsteck, das Einsteckstück für das Handy, für die Handykupplung herausnehmen und kann dann beigehen und kann dort jetzt dieses kleine Rädchen so hineinschieben. So, dann hat man dieses kleine Rädchen hier reingeschoben.
Wenn ich jetzt die Kamera anstelle, so und habe jetzt die Kamera angestellt und jetzt filme ich mal hier aus dem heraus aus dem Fenster, dann kann ich jetzt mit dem Rädchen den Gimbal hochstellen und ich kann den Gimbal wieder runterstellen. Das heißt, ich kann damit, das kann man sozusagen den Gimbal einstellen, wie man ihn haben will, in der waagerechten, wie das funktioniert. Aber ich möchte ihn ja vielleicht auch seitlich verstellen, dann habe ich hier so einen kleinen Knopf, den kann ich rüberschieben und von dann an kann ich dann den Gimbal sozusagen so verstellen. Das ist schon mal eine ganz klasse Sache. Ja, aber das ist vom Prinzip her nicht alles, was das Gerät denn kann. Denn wenn man jetzt das anmacht, dann hat man hier auch noch zwei Taster. Der eine Taster ist so ein kleines bisschen zum Verstellen, wie sich der Gimbal bewegt. Und der andere Taster, das ist sozusagen dieser Selfie-Modus. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal Richtung Kamera filme und ich drücke jetzt auf diesen Selfie-Modus halt, so, jetzt bin ich da drin und jetzt drücke ich auf diesen Knopf, dann dreht er um und geht in den Selfie-Modus. Und wenn ich wieder drauf drücke, geht er zurück. Das ist natürlich eine wesentlich bessere Bedienung, als wenn ich jetzt beigehe und das mit diesen kleinen Knöpfchen, die da unten sind, mit dreimal drücken und so weiter machen. Also das ist, die Bedienung ist über dieses Rad schon ganz klasse. Ja, dann schalten wir einmal aus wieder. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und das zweite Teil, zack. Das zweite Teil ist vom Prinzip her dieses Teil dabei. Das ist ja wie so eine Klammer. Da gehe ich bei und klammer das so auf. Naja, so ganz so einfach geht das scheinbar doch nicht. Ach nee, da. Hier muss ich das aufklammern. Ah, da. Da klammer ich das auf. Dann kann ich das so öffnen. Und dann gehe ich bei und packe vom Prinzip her das so hinein, schließe diese Klammer. Zack. Jetzt habe ich das geschlossen. Und hier seht ihr schon, jetzt habe ich hier dran eine Möglichkeit, etwas dran zu schrauben. Und bei dem Dranschrauben, Augenblick, da hole ich jetzt einmal hier. Hat man zum Beispiel einen Sauger und dann kann ich jetzt die Kamera an diesen Saugaufsatz setzen. Das ist hier etwas, was man an sich für die GoPro benutzt, um das anzumachen. Aber jetzt habe ich hier die Kamera dran sitzen. So, und kann die Kamera jetzt hier ganz, ganz klasse einstellen. Der Nachteil dabei ist natürlich mein kleines Superrad, was ich hier hatte, das passt jetzt da nicht mehr rein. Das heißt, das Superrad ist vom Prinzip her nicht mehr optimal. Ich habe vergessen. So. Ja, auch die Befestigung war nicht optimal, muss ich euch dazu sagen, weil die Befestigung gehört nämlich nicht dahin, sondern die gehört nach unten. Sorry für das falsche Anbauen, die gehört nach unten. Das war natürlich ein Fehler. So, also dass man das nicht da über die Kamera rüber macht. Nichts passiert. Man kommt dann weiterhin an die Knöpfe ran, aber da drüber, über den sitzt natürlich für mein kleines Zauberrad, ist das dann nicht mehr so gut. Nun ist es so, nun habe ich hier noch diesen kleinen Ständer. So, und der kleine Ständer, den kann ich jetzt hier unten hineinstecken. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das mit der Verbindung machen kann. Und an sich sollte das funktionieren. Das heißt, ich nehme als erstes das ab
und steckt das dann so richtig drauf. So, jetzt ist das so richtig drauf gesteckt. Dieses Teil ist ein Wireless LAN Empfänger, damit kann man Bluetooth oder Wireless LAN, kann man sich verbinden mit dieser Kamera und hat dann über das Handy eine Fernbedienungsmöglichkeit. Das ist aber ein extra Thema, dass man da mal drauf guckt, wie das mit dieser Fernbedienungsmöglichkeit funktioniert. Für mich war es eben wichtig, jetzt habe ich diesen Sockel und jetzt kann ich den Sockel zum Beispiel hier in dieses kann ich hier beigehen und kann das eben da so reinschieben. Zack. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich die Kamera ganz fest und kann sie auf so ein Stativ stecken, was auch ganz klasse ist. Und man muss sagen, die ist wirklich, wenn man das sitzt, richtig fest, weil das hier auch gummiert ist, dass das nicht hin und her rutscht. Jetzt wollten wir ja noch einmal probieren, ob das funktioniert, wenn ich diesen Halter da drum habe, ob das geht. Mal sehen. Ich glaube, es funktioniert nicht. Ich glaube, der Halter, wenn ihr hier guckt, seht ihr, dann rutscht er da drüber, dann sitzt das Gesamte zu hoch. Das heißt, man kann diesen Wireless LAN nicht zusammen mit dem Befestigungsstück benutzen. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Das gesamte Paket konnte ich bei einem Fotohaus für unter 90 Euro inklusive Versand bestellen. Und wenn diese Kamera kostet momentan so um die 300 Euro. Ich denke, das ist schon eine Empfehlung, wenn man Filme machen will, wenn man unterwegs ist, wenn man sich bewegt, draußen also fährt oder irgendetwas macht, dass man dann diesen Gimbal hat, der das hält. Das soll es für heute gewesen sein. Euer Tesla-Fan.